Warnung, spiele nicht mit dem Feuer. Tomorrow Corporation präsentiert Little Inferno. Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test mit Little Inferno. Ein kleines Spiel für kleinen Preis. Bei Steam habe ich es entdeckt mal wieder. Ein kleines Indie-Game, weil ich doch so gern Indie-Games teste für euch. Und würde sagen, dieses hier lohnt sich auf jeden Fall. Denn auch der Entwickler von 2D-Boy, was ja fast ein Ein-Mann-Projekt war mit World of Goo, hat auch hier wieder mitgemacht. Ihr könnt es ja an diesen kleinen Fingerchen, die das Streichholz halten, schon fast erkennen. Ich habe sogar schon ein bisschen gespielt, damit ich weiß, wie es funktioniert und worum es eigentlich geht. Und möchte euch das Ganze natürlich nicht vorenthalten. Deswegen starten wir jetzt. Ich teste auch gerade einen neuen Aufnahmenmodus. Deswegen dürft ihr euch nicht wundern, falls es doch ein wenig ruckelt. Und wir starten ganz am Anfang. Und am Anfang war das Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Und wir folgen den Anweisungen, die uns ein brennbares Schild gibt. Zeig und halte dort, wo du ein Feuer machen willst. Also quasi so, linke Maustaste Feuer machen. Ganz einfach. Und wir verbrennen unseren ersten brennbaren Gegenstand und erhalten sofort einen Brief. Gratulation zum rechtmäßigen Erwerb deines brandneuen Little Inferno Entertainment Fireplace. Wir haben jeden Kamin mit Liebe gefertigt, um dein Zuhause zu wärmen. Dein Herz. Halte dich warm da drinnen. In Liebe, Miss Nancy. Tomorrow Corporation. Tja, dann brenne, kleiner Brief, brenne. Und hier unten haben wir die AGB des Little Inferno Dingsbums. Und die können wir auch nicht lesen, die können wir nur einfach ziehen. Zieh mich. Es brennt. Und wir erhalten übrigens kleine Münzen dafür, dass wir die AGB jetzt hier verbrannt haben. Und haben schon wieder Post. Einen mysteriösen Brief. Ach du meine Güte. Hast du bereits all deine Sachen verbrannt? Das ist okay. Du kannst immer mehr kaufen. Mit deinem brandneuen Katalog! Ihr liebe Miss Nancy, du bekommst einen Katalog. Jihi! Kaufen! Produkte, Kataloge. Und was es in diesem Katalog gibt, sehen wir hier. Mit dieser lustigen Einkaufsmusik. Erinnert mich so ein bisschen an die Einkaufsmusik von den Sims. Und ja, es geht darum, in diesem Spiel jede Menge Sachen zu verbrennen und zu schauen, was für lustige Effekte jeweils dabei rauskommen. Doch das ist noch nicht alles. Es gibt auch eine Story dahinter, hinter die ihr langsam steigen müsst. Und ihr müsst immer gucken, dass ihr genügend Geld habt. Tomorrow Cash. Ja, da gehen wir nochmal zurück und verbrennen ein paar Gegenstände. Ihr seht auch, ja, ihr kriegt die immer geliefert und es dauert eine gewisse Zeit, wie lange das ihr braucht, bis es geliefert ist an euch. Und dann kann man schon mal mit dem ersten Bild anfangen. Man kann auch schon verbrannte Gegenstände hier durch die Gegend werfen. 5, 6. Brenne. Und man kann auch mehrere Gegenstände auf einmal verbrennen. Und diese Spinnen, die hier auftauchen, kann man auch verbrennen. Und dann kriegt man meistens Geld heraus, das man dann wieder verwenden kann, um Sachen zu kaufen. Das Schöne daran ist, ihr bekommt für alles, was ihr verbrennt,
mehr Geld als das, was es gekostet hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also ihr kriegt sozusagen durch das Verbrennen mehr Geld und könnt euch dann mehr Sachen zum Verbrennen kaufen. Also wenn das mal nichts ist, ein Spiel, in dem man Sachen zerstören, sogar verbrennen kann und dafür auch noch Geld bekommt. Jawohl. Und was es mit der Story auf sich hat und mit dieser schönen Musik Little Inferno Entertainment, das erfahren wir hoffentlich noch ein klein wenig später. Also wie gesagt, ich habe es schon ein wenig gespielt, deswegen weiß ich auch schon so ein bisschen, worum es geht und dass es eine Story gibt. Und ja, das hier hinten sieht aus wie ein Gesicht. Und ja, irgendwann, eines Tages, wenn ihr genug Sachen verbrannt habt, wird auch etwas ganz Wunderbares passieren. Doch was das ist, findet ihr am besten selbst heraus. So, jetzt sehen wir ja, wir haben etwas verbrannt, haben wieder 24, Tomorrow Dollar oder so sind das hier, Tomorrow Cash haben wir bekommen. Und für alles, was wir verbrennen, kriegen wir natürlich immer mehr Tomorrow Cash. Und es gibt auch nicht nur Tomorrow Cash, das werdet ihr aber dann später sehen. Eine Kreditkarte, die man auch verbrennen kann. Kreditkarten. Wer wollte nicht schon immer mal Geld verbrennen? Ich meine, es ist gesetzwidrig, aber im Spiel ist es nicht gesetzwidrig. Deswegen verbrennen wir es. Warum verbrennen wir es? Weil wir es können. Hihi. Da, 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 dann, dann. Also hauptsächlich geht es natürlich darum, Sachen zu verbrennen. Wie ihr mitbekommen habt schon. Mein Geld, nein, Tomorrow Cash, es verbrennt. Und der Wecker geht an. Also alles, was ihr verbrennt, hat auch unterschiedliche Effekte zur Folge. Und wir bekommen auch ab und zu mal einen Brief. Oh, das machst du so gut. Aber keine Sorge, Little Inferno ist nicht wie alle anderen Spiele. Es gibt keine Punkte, es gibt keine Bewertung, es gibt kein Zeitlimit. Mach einfach nur ein schönes Feuer und halte dich warm im Leuchten deines High-Definition Entertainment-Produkts. Aber du kannst das nicht ewig machen. Alles hat ein Ende. Halte dich warm, Miss Nancy. Tomorrow Corporation. Ja, Miss Nancy, danke für deinen Brief. Auf Wiedersehen. Hallo? Ist da wer? Du kennst mich nicht, aber ich dachte, ich sollte dir sagen, es ist so kalt da draußen. Ich bin ganz eingekuschelt vor meinem Little Inferno Entertainment Fireplace. Es ist so angenehm warm, ich könnte für immer hier bleiben. Wie eine Made im Fettpolster. Ich meine, eine fette Made im Speck. Von Sugar Plums. Knutsch. PS, das ist für dich. Hui! Du bekommst ein Foto von jemandem. Und wie das natürlich so ist, möchte man auch dieses Foto gerne dem Feuer anheimfallen lassen. Und wir haben hier einen Schlafengötzen. Hui! Und eine Spinne. So. Ein Magnet, der, glaube ich, nicht funktioniert. Nichts anzieht. Und vielleicht nehme ich zu viel von weg, aber man sollte nicht alles verbrennen, was man in den Briefen erhält. Omnibus zum Beispiel. Das war ein Götze. Aber da es nur ein Let's Test ist, können wir ruhig alles Mögliche verbrennen, was wir so finden. Denn wir kriegen wieder Geld, Geld, Geld. Denn Geld regiert schließlich hier unsere Tomorrow Corporation Welt. Und wir erhalten immer mehr Gegenstände. Doch irgendwann sehen wir, auch dieser Katalog ist bald zu Ende. Und das reimt sich. Und man kann auch brennende Gegenstände durch die Gegend werfen und dabei Spinnen angucken. Natürlich auch sehr lustig ist. Und man möchte natürlich immer wissen, wann kommt der nächste Brief, was steht drin, wie geht's weiter, was ist der Sinn dieses Spiels eigentlich, außer hier Sachen zu verbrennen.
Ja, wie gesagt, das wird sich alles auch tatsächlich noch fügen. Ja, so kann man auch Flammen werfen. Und es gibt auch Dinge, die explodieren. Und wir erhalten eine Briefmarke. Hallo, ich bin es wieder. Es riecht so, als würde etwas brennen. Hast du auch ein Little Inferno Fireplace bekommen? Es scheint so, als würde heutzutage jeder einen haben. Jeder, den ich kenne, hat einen. Und jeder, den ich nicht kenne, auch. Sachen verbrennen macht richtig Spaß, aber sei vorsichtig. In der Bedienungsanleitung steht, es gibt noch etwas viel Gefährlicheres als Feuer. Aber ich habe sie verbrannt. Wir haben sie auch verbrannt. Also werden wir es nie erfahren. Von deiner neuen Freundin. Sugarplums. Knutsch, knutsch, ne? Also wir haben da schon einen kleinen Stein im Brett, würde ich sagen. Wir haben eine Freundin. So. Kleine Batterie. Explodiere! So, ein Fahrrad, das dann auch anfängt zu fahren, wie wir sehen, wenn es jetzt auf ebenem Boden stehen würde. Und wir haben jetzt schon 50 Tomorrow Corporation Zeugs. Einen Piraten, ein Bild, ein paar Blümchen und ein Glas mit Blümchen. Und man sollte auch nicht vergessen, ab und zu diese Beschreibung hier auch mal etwas genauer anzuschauen. Also ist immer ganz gut, denn vielleicht verbergen sich Hinweise in manchen Beschreibungen. Vielleicht auch nicht in allen. Manche sind einfach nur sinnlos. Ah, Glühwürmchen. Zieh mich! Ahoi! Ahoi, sagt er. So, wir sehen, wir haben ein Fahrrad und den Piraten verbrannt und haben ein Fahrrad-Piraten-Kombo erhalten. Und was es alles für Kombos gibt, das steht hier. Und denn nur mit diesen Kombos werden wir in der Story und in unseren Levels weiter vorankommen. Doch wie ihr schon gesehen habt, es steht gar nicht da, was mit wem und so weiter und so fort ist, sondern nur ein lustiger Hinweis, der uns da versucht, darauf hinzuweisen, was man denn miteinander verbrennen kann und wie viele Objekte man braucht. Das steht dann immer hier. Ja, denn der versucht uns immer zu sagen, das und das sollte man vielleicht verbrennen und wie viel von dem und dem, damit man dann eine Kombination erhält. Blumen. Und die Blumen machen kleine Samen, die auch wieder zu Blumen werden, die sofort verbrennen. Toll. Ich bin es wieder. Hahaha. Ich habe bereits mein ganzes Zeug verbrannt. Trauriger Smiley. Würdest du mir etwas schicken? Ich brauche mehr Glühwürmchen. Zieh ein Glas mit Glühwürmchen für mich direkt in diesen Umschlag. Okay, danke. Verschicken. Nachricht wurde verschickt. Na toll, jetzt hat sie unsere Glühwürmchen geklaut. Kleine Schlawinerin. Muss ich tatsächlich nachkaufen, damit wir auch diese noch verbrennen können. Meine Fotos. Du kannst Fotos verbrennen, aber keine Erinnerungen. Hier kann man dann auch von sozialen Netzwerken Fotos hineinziehen. Ein Spinneneier. Eine ganze Generation in deinen Händen. Man kann es auch beschleunigen, das Bestellen. Das sieht man hier. Dann brauchen wir so und so viele Briefmarken. Also hier im Moment eine. Okay, danke für meine neuen Glühwürmchen. Jeder einzelne war ein kleiner Wunsch. Ich habe sie freigelassen, um zu sehen, wohin sie fliegen. Aber sie sind alle verbrannt. Wir wussten, dass sie nicht ewig leben würden. Oh, ich habe dir was besorgt, okay? Es ist angehängt. Blätter einfach durch den Brief. Blätter ihn! Noch einmal. Okay, hier ist es. Es ist für dich. Ein Papierherz. Und ein paar Spinneneier werden in Feuer aufgehen. Spinnen, sterbt! Ich hasse Spinnen. Aber ich liebe Glühwürmchen. Und da sind sie frei und fliegen und verbrennen. Ich liebe sie. Was? Little Inferno ist voll mit Geheimnissen.
Und ich habe gerade eins gefunden. Aber keine Angst, ich werde es dir nicht verraten. Das würde alles verderben. Aber es ist wirklich unterhaltsam. Okay, ich werde dir nun etwas zeichnen. Wecker plus Blume. Und dir sagen, du darfst diese zwei Dinge niemals zusammen verbrennen. Hahaha, psst. Und es gibt mehr. Mehr Kombinationen, als jemals aufgeschrieben werden können. Liebe Sugarplums. Okay, tschüss Sugarplums. Tschüss unbekannte Männer, deren Foto ich nicht haben will. Oh, mein brennendes Herz. Es brennt für die Liebe. So. Also, was war das? Blumen. Und ein Wecker. Es war alles nur ein Traum. Und bei den Blumen steht, die Freude am Gärtnern ohne die Unannehmlichkeiten von Sonne oder Anstrengung. Na, wenn das nichts ist. Ah ja, ein Wecker vermutlich. Und wir sehen, hier gibt es unten schon einen weiteren Katalog. Und um diesen freizuschalten, müssen wir drei Kombinationen haben. Wir haben eine, wir brauchen noch zwei. Also das heißt, um weiterzukommen im Spiel, brauchen wir diese Kombination, die wir herausfinden müssen. Und es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kataloge. Und was am Ende des 7. Katalogs passiert, möchte ich euch natürlich vorenthalten, da ihr es am liebsten selber spielen sollt. Frühlingserwachen-Kombo, na, wenn das mal kein schlechtes, schlimmes Erwachen ist. Nicht-Meins-Kombo, Generation-Kombo, Kreditgeber-Kombo und Filmabend-Kombo. Na, wir schauen mal, was wir da rausgewinnen können. Eine Bankrottbank, da las ich doch was von Kreditgeber-Kombo. Kombo. Und dann eine Kreditkarte. Und dann nehmen wir noch einen Schulbus, den nehmen wir trotzdem einfach so. Weil es schön ist, Leute in Bussen zu verbrennen, mache ich jeden Tag, wenn ich auf Arbeit gehe. Wenn ein Schulbus vorbeifährt, Molotow-Cocktail, puff, ich liebe es, Sachen zu verbrennen. Nein, natürlich nicht. Man sollte nicht mit dem Feuer spielen, so wie es uns der Anfang gelehrt hat. Denn dies ist nur ein Spiel und in Realität können Menschen verletzt werden. Aber wer schon immer mal seine pyromanische Ader ausleben wollte, kann das natürlich hier mit diesem Spiel machen, ganz einfach. Flieg, kleiner Wecker. Ui, kaputt gegangen. Naja. So, und ich weiß auch nicht, ob es eine begrenzte Zeit gibt, die man dann hier vor dem Kamin sein kann, ohne dass es brennt. Das habe ich noch nie ausprobiert. Und man dann erfriert, weil die Welt da draußen ist ja bekanntlich sehr kalt. Und die Bank spuckt Geld aus. Geld, 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 was wir immer gern nehmen. Den Schein kann man leider nicht anklicken. Wäre ja auch zu viel Geld auf einmal. Und wir sehen, wir haben schon 65, nur dass das Verbrennen von irgendwelchen Zeug. Na? Er fährt doch glatt vor dem Feuer weg. Ah! Ah! Huch! Explosion! Ja, es gibt viele Überraschungen bei Gegenständen, die durchaus mal explodieren können. Ein neuer Katalog ist verfügbar, kostet aber auch dann, wenn wir die ganzen Kombinationen herausgefunden haben, denn wir haben jetzt schon drei, kostet dann auch wieder etwas Geld. Tja, und bevor wir hier nicht unterhaltsam sterben, gucken wir mal. Nicht meins, nicht meins, nicht meins, nicht mein Familienfoto. Das könnte schon mal ein Hinweis sein. Hölzernes Fahrrad, Spielzeugpirat, Little Inferno Sammelposter, Mais am Dingsbums, Bauklötze, Wecker, nicht meine Kreditkarte, noch was, wo nicht meins steht. Es könnte ein verborgener Hinweis dahinter stecken. Generationen-Kombo. Haben wir denn hier was mit verschiedenen Generationen? Meine Fotos. Fahrrad. Und Filmabend-Kombo. Ach ja, Film. Da ist auch garantiert der Fernseher mit dabei. Tja, und Abend? Was nimmt man beim Filmabend? Mais. Also Popcorn, den man aus Mais macht. Ja, man muss teilweise etwas mitdenken, aber ich mag ja dieses kleine Hin- und Her-Rumrätseln auch. Ich sag mal so, das Spiel kostet, glaube ich, 13 Euro. Kann man auf Steam kaufen, kann man auch auf der Website kaufen. Link ist wieder mal wie immer angefügt
Und ihr könnt das ganze Spiel natürlich auch auf meiner Website wie immer bewerten. Auch dieser Link ist unten mit dabei. Wir haben die Filmabend-Kombo erhalten. Oh, wichtige Wettermeldung vom... Leute, es bleibt weiterhin kalt. Der Schnee wird dichter und dichter. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht ewig so weitergehen. Also macht ein schönes Feuer und haltet euch warm. Meldung vom Wetterballon. Über den auch Wolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Was mit diesen mysteriösen Wettermeldungen dem Wettermann auf sich hat, werdet ihr auch später im Spiel noch früher oder später erfahren. Nicht meins, Kombo! Worauf man auf jeden Fall achten muss, ist, dass man für Kombos nicht so viel Geld erhält, wie wenn man die Gegenstände einzeln verbrennt. Das heißt, bevor ihr einen neuen Katalog kauft, sollen wir auch euch versichern, dass ihr nicht nur Geld habt, um euch den Katalog zu kaufen, sondern auch noch ein bisschen übrig habt, um euch dann Sachen darin zu kaufen. Waschbär, ein Heizgebläse, eine Eichhörnchenpfeife, sowas wollte ich schon immer mal haben. Nicht. Ja, und neue Kataloge werden erst freigeschaltet, wenn ihr alles aus einem Katalog heraus verbrannt habt. Hep, hep, hep. Na, ist der süß. Sowas muss einfach verbrannt werden. Es ist zu niedlich. Und wir machen es, weil es ja nicht warm genug ist, machen wir es uns gleich noch etwas wärmer. Und es fängt lustigerweise von alleine Feuer. Es gibt auch Sachen, die platzen einfach nur, wenn man es ins Feuer hält. Zum Beispiel wie die Glühbirne, auch genannt Glühbirne. Verbrennt. Oh, du hast bereits meinen zweiten Katalog gefunden. Wusstest du, dein Little Inferno kommt mit einem gratis Einführungsvideo in Liebe Miss Nancy. Oh, und diesen Trailer wollte ich eigentlich hochladen, damit ihr ihn euch auch mal anschauen könnt, weil der ist einfach so süß. Aber weil der so lustig und so süß ist und die Musik mir gar nicht mehr aus dem Kopf geht, dann zeige ich ihn euch in diesem letzten Test gleich mit. Hey, kids! Do you like toys? Yeah! You know what's more fun than playing with toys? Setting them on fire! With your new Little Inferno Entertainment Fireplace! Yeah! It's a little inferno! Well, you're right. But up out of your chimney, way up in the sky, it's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder. But there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. Just for me. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Lied geht mir manchmal nicht mehr aus dem Kopf, wenn ich es einmal angeguckt habe. Und wer es wiedersehen will, kann entweder dieses Video noch einmal gucken auf YouTube bei mir oder kann sich natürlich auf die Website des Herstellers begeben und dort auch dieses Video finden. Little Inferno Fireplace ist so ziemlich mein Lieblingsspiel. Obwohl es keinen Sinn macht. Du kaufst Sachen, verbrennst sie
und sie geben dir mehr Geld, als wie du ausgegeben hast. Als wie? Hallo? Hahaha, ich liebe Gratis-Sachen. Das kann nicht ewig so weitergehen. Oh, ich hoffe, sie veröffentlichen ein Gratis-Update für Needle Inferno Fireplace. Mit pinken Holzscheiten von Schokoblums, Knutschi und PS. Psst! Das Ding im Hintergrund sieht aus wie ein Gesicht. Ist aber keins. Hui, ein Foto vom Gesicht. PPS, aber es kann nicht sehen. Das hoffe ich doch nicht, denn was es sieht, würde ihm nicht gefallen. So, aber genug geredet. Wir wollen ja noch ein paar Kombinationen rausfinden. Die Generationen-Kombo. So, ein Familienfoto, da ist ja eine komplette Generation drauf. Eine ganze Generation in deinen Händen, ein Spinnennest. Wir versuchen es einfach mal. Achso, wir können ja auch aus dem anderen Katalog schon mal ein paar Sachen bestellen noch. Besitzergreifendes Hasenstofftier. Ein flüchtiger Blick in das Herz der Dunkelheit. Oh mein Gott. Beste Freundersatzpillen. Ja, die braucht, glaube ich, jeder ab und zu. Unbedingt. Oh, hier ist ein Kopf noch ein Stück. Puh, jetzt ist er zerbröselt. Naja. So, ein bisschen Platz schaffen hier. Spinne am Mittag bringt Glück am dritten Tag. Spinne am Abend erquickend und lahmend. So, vielleicht kriegen wir da jetzt die Generationen-Kombo. Jawohl. Ich erinnere mich leider auch nicht mehr an alle Kombos, die ich bis jetzt herausgefunden habe, da ich dann doch schon etwas länger nicht gespielt hatte. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch schon durchgespielt. Und werde dann auch auf meiner Seite, die dann mit in diesem Link hier in den YouTube-Videos zu finden ist, ein paar Kombinationen für euch mit einfügen, dass ihr dann auch ein paar Kombinationen habt und dann schon ein bisschen weiter fortgeschreiten könnt in der Story, wenn ihr das wollt. Wer es lieber für sich selbst herausfinden sollte, der sollte sich diese Kombination natürlich auf meiner Seite nicht unbedingt anschauen. Man kann das, das Ganze auch erweitern. Kostet natürlich wieder. Aber man kriegt ja mehr Geld, als man ausgibt, wenn man was verbrennt. Von daher, alles schicki in Popiki. Oder so ähnlich. Ich sag mal so ungefähr, ja, das Durchspielen, also, aber nicht alle Kombinationen rausfinden. Also man braucht nicht alle Kombinationen finden, um das Spiel durchzuspielen. Das Durchspielen hat ungefähr 3 Stunden gedauert. Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich mal so Note 2,2 erstmal geben. Bei 13 Euro für 3 Stunden. Gut, kann man damit vergleichen jetzt. Zweimal Achterbahn fahren kostet vielleicht auch 13 Euro, dauert aber auch nicht 3 Stunden, ne? Dauert 15 Minuten. Also das hier ist auf jeden Fall was Längeres. Und man kann alle Kombinationen versuchen rauszufinden. Und was man natürlich auch noch versuchen kann, die Story zu beenden, weil das Ende ist richtig cool, sehr schön gemacht. Und man sitzt auch dann nicht nur vor diesem Kamin, darf ich mal verraten. Ich bastel dir was, weil du ein ziemlich guter Freund bist. Obwohl du nie meine Briefe beantwortest. Okay, aber du musst mir zuerst etwas schicken. Der Gegenstand, den du mir schicken sollst, ist rot und anziehend und hat lange unsichtbare Arme. Hahaha, nein, es ist nicht Liebe. Es ist ein Magnet. Ich brauche einen Magneten, okay? Ja, wir haben gerade keinen Magneten. Den müssten wir dann schon wieder mal kaufen. Da warten wir, bis der geliefert ist und verbrennen noch ein paar Sachen. Eine ölige Angelegenheit. Also manchmal lernt man auch, wenn man Sachen verbrennt, bestimmte Dinge, die dann dabei rauskommen und kann das dann bestimmten Effekten bzw. Kombinationen zuordnen. Verschicken. Nachricht verschickt. Eigentlich sollten da doch Schlangen rauskommen, keine Spritzen. Eieiei. Also, Spritzen. Ist natürlich nur für Insulin, ne? Also nicht, dass jemand auf falsche Ideen kommt.
Okay, danke für den Magneten. Ich kann spüren, da ist etwas Besonderes an ihm. Hast du es auch bemerkt? Was? Mach dir keine Sorgen, ich werde hier trotzdem etwas basteln. Ich bin nicht wirklich gut, was Deadlines angeht, aber du kannst das hier haben fürs Erste. Ich denke, es ist kaputt. Du bekommst ein Thermometer. Tada! Thermometer. Little Inferno just for me. Oh, es war doch nicht kaputt. Einkaufen und Spaß haben, Sachen verbrennen, Fotos schießen und ein kaltes Metallherz kaufen. Und eine Walküre. Ach ja, dein Briefkasten ist voll. Bitte entledige dich einiger deiner Besitztümer, bevor du mehr bestellst. Oh, ich war zu aufgeregt. Ja, das war ich. Ah, das ist doch sehr beruhigend, hier zuzugucken, wie dieses ganze Zeug verbrennt. Und die hier müssen vernichtet werden. Spritzen. Ab ins Feuer mit euch. Drogen sind nicht gut. Huch. Ein kaltes Metallherz. Wie man sieht, saugt es auch das Feuer ein. Ich will nicht eingesogen werden. Ui. Jetzt haben wir gar nicht gesehen, was es für ein Foto war. Aber vielleicht sehen wir das später. Dino-Mit-Kombo. Oh, da hatte ich gar nicht geguckt, was wir brauchen. Manchmal findet man auch einfach mal Kombos heraus, indem man hintereinander weg Sachen verbrennt. Also probieren geht überstudieren teilweise. Und der Dino spuckt uns hier mit Feuer entgegen. It's little inferno, little inferno just for me. Ja, die Musik geht einem manchmal nicht aus dem Kopf. Das ist wie in Disneyland, wenn man da zu Small World reinfährt. It's a small, small world. Dann fährt er es rein und denkt, oh mein Gott, jetzt singen da Puppen. Dann kommt man raus und singt das Ganze mit, immer noch den Schwachsinn, bestimmt 5 Stunden lang oder so. Und am nächsten Tag geht man nochmal rein und singt das auch wieder den ganzen Tag. Ist einfach nicht normal. Da war etwas, das ich dir sagen wollte. Bist du da? Ich liebe dich. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wir sind da. Aber wir verbrennen diesen Brief, um ihn zu beantworten. Denn unser Herz ist kalt, kalt wie Eis. Die Liebe! Ah, so schön kann ich leider nicht singen. Aber wir machen der Diva ein kleines Feuerwerk. Haben ja auch ein paar Rosen bekommen. Haha, ich weiß, dass du da bist. Du willst wissen, warum ich das weiß. Bist du bereit dafür, dass ich dir etwas verrate? Wirklich, wirklich bereit? Okay. Hör mir gut zu. Psst. Ich bin deine Nachbarin. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich glaube, ich bin hier gefangen. Genau wie du. Du und ich. Und eine schmale Wand zwischen uns. Von deiner Nachbarin. Sugarplums. Also, wir haben eine Nachbarin, die verrückte Sugarplums, die uns ab und zu mal Sachen schickt und der wir auch im Gegenzug einige Sachen schicken. Ja, und was hat es denn mit dieser seltsamen Nachbarschaft noch auf sich? Wir werden versuchen, mehr zu erfahren. Oh, eine Mini-Nuke. Ein Kätzchen, Puh-Puh-Stofftier. Ja, und natürlich, je weiter man dann im Katalog fortschreitet, hier kostet 7, hier kostet 60, desto teurer werden natürlich dann am Ende auch die Sachen. Aber je teurer man Sachen verbrennt, desto mehr Geld natürlich. Klar, wisst ihr, ne, mal Thomas Gottschalk, ja, mein Lieber, aber hier, ne, wisst ihr schon, kann man verbrennen und dann kriegt man Haufen Kohle raus, mein Lieber, ha, ist ja was, zu unserem nächsten Wettkandidaten, na, Thomas Gottschalk, vielen Dank.
dafür. Er ist glücklicher, als er aussieht. Es ist ein Spielzeugkobold, aber ich würde sagen, das heißt, ist wahrscheinlich schlecht übersetzt und es sollte ein Leprachaun sein. Er fällt ja schon auseinander. Lepra, versteht er? Leprechaun. So, das Kätzchen, Pupu. Oh, ist das süß. Und warum heißt das Kätzchen, Pupu? Weil es viel, viel Pupu macht. Das muss natürlich jemand wegräumen. Und was räumt am besten Kacke weg? Dynamit! Oder eine Mini-Nuke. Das könnt ihr gerne mal bei eurer Katze ausprobieren. Oder vielleicht auch lieber nicht, wenn ihr sie liebt. Und ich hoffe, das tut ihr. 7 von 8. Also, wir brauchen noch eine Kombination, um dann im nächsten Heft weitermachen zu können. Was haben wir denn? Seefahrer-Kombo. Also, wir haben ein Schiff gehabt. Und wir haben einen Seefahrer. Dann sollten wir das eventuell mal miteinander ausprobieren. Und wir können ja mal probieren, ob man das schneller bekommt, wenn man es bestellt mit den 3 Mark. Tadam, da ist er. Der Mond. Und der Mond schwebt. Und der Mond zieht alles in seine Bahn. So ist der. Der Mond. Wichtige Wettermeldung. Die Wettervorhersage sagt, dunkle Schneewolken kommen aus allen Richtungen auf uns zu. Es kommt etwas auf uns zu. Etwas Großes. Haltet euch warm. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Ja, der Mond zieht alles in seinen Bann, wie ihr seht. Oh boy. Yarp. Das erinnert mich an Hot Fuzz. Zwei abgewichste Profis. Den Film. Yarp. Narp. Ist alles okay da? Yarp. Hast du ihn getötet? Yarp. Und ist der andere noch am Leben? Narp. So, wir haben einen Katalog verfügbar gemacht, aber wir wollen natürlich noch ein paar mehr lustige Kombinationen sehen. Die Bauklotz- und die Feuerspucker-Kombo. Okay, Feuerspucker haben wir schon mal einen, Bauklotz haben wir einen. Hier haben wir nochmal Bauklötze. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, was der andere Feuerspucker war. Die Fackel? Oder haben wir hier noch was gehabt? Heizgebläse? Oh, ich war zu aufgeregt. So, Bauklötzchen-Kombo müsste das hier sein. Oder? Oder? Nicht die Bauklötzchen-Kombo? Bauklötze? Ziegel? Haben wir noch Bauklötze oder irgendwelche anderen? Ja, Feuerspucker-Kombo ist auf jeden Fall dazu. Bauklötz-Kombo? Ich bin mir nicht sicher. Neuer Katalog. Und natürlich, je mehr Kataloge man bekommt, desto mehr wird dann freigeschalten. Aber um, sag ich mal, mehr Kombinationen herauszufinden, sollte man immer versuchen, so viele Sachen zu bekommen, wie auch bei dem Katalog möglich sind, weil sonst vergisst man irgendwann, wie viel man denn eigentlich machen wollte. Ah, jetzt Bauklotz kommt.
burns, burns, burns. The Ring of Fire, the Ring of Fire. So. Brenne, Baby, brenne. Gib mir Wärme. Ich brauche Liebe, Feuersliebe, schenk mir Wärme. Ein Trockeneiswürfel und einen Kugelfisch. Oh, ich war so aufgeregt. Man kann das natürlich dann mit der Zeit immer noch erweitern, ist ja klar. Sollte man auch machen. Marshmallonen. Ah, schreiende Marshmallows. Ja, habe ich auch immer, wenn ich die über dem Feuer röste, dann macht sie auch Marshmallows sind kleine Lebewesen, die kennt man ja. Das sind die Kinder vom Marshmallow-Mann. Wer Ghostbusters nicht kennt, sollte jetzt Google aufrufen. Oh, die Würstchen waren wohl schon etwas schlecht. Hält den Kamin dich warm? Weißt du, was noch gemütlicher ist als ein prasselndes Feuer? Eine Umarmung! Ein Gutschein für eine Gratis-Umarmung. Du wirst sie eines Tages vielleicht brauchen. Mein Liebe Miss Nancy. Tomorrow Corporation. Ein Umarmungsgutschein haben wir bekommen. Und den solltet ihr vielleicht wirklich nicht verbrennen. So, und jetzt sehen wir mal, was passiert mit Eis. Es stoppt quasi das Feuer. Man kann es zwar dann auch zu platzen bringen, aber alles andere gefriert und hört auf zu brennen. Man kann es dann mit Feuer nur wieder auftauen und nochmal erneut anzünden. So, jetzt ist es Zeit für eine Erweiterung. Geschirr! Haben wir denn noch was aus dem ersten Katalog? Nein, es ist kein Geld mehr verfügbar. Und wir verbrennen Sachen, um Geld zu erhalten. Welch abgedrehte Welt. Da wir aber einen letzten Test machen, brauche ich den Umarmungsgutschein auch nicht. Hallo Nachbar. Bist du noch da? Du liest alle meine Briefe aufmerksam durch, oder? Du überfliegst sie nicht nur und verbrennst sie dann, oder? Eines Tages werde ich etwas wirklich Wichtiges sagen. PS, ich habe dir etwas bestellt. Bist du bereit? Es kommt heute durch deinen Kamin. Da ist es. Ein Kugelfisch mit Augen. Und die Augen kann man dann auch extra noch verbrennen. Ich bin nicht pyromanisch veranlagt, für alle, die das denken. Etwas Geschirr für die Polterhochzeit. Die Poltergeist-Hochzeit. Gefallen dir deine neuen Vorhänge? Die sind so wunderhübsch. Es gibt nichts Besseres als ein gut dekoriertes Zuhause. Aber mach dir keine Sorgen. Sie sind feuerfest. Liebe Sugarplums. Ich überfliege diesen Brief nur und verbrenne ihn. Auf Wiedersehen. Und auch dafür erhalten wir etwas Kohle. Begeisternde Käfer. Zähne. Müsli. Was will man mehr? Wie war das? Zähne und Mais-Frühstücksmüsli. Endlich der köstliche Geschmack von Mais und Zähnen in einem fantastischen Müsli vereint. Habe ich mir schon immer gewünscht. Warum habe ich es nicht früher verbrennen können? Jeder sollte etwas Zähne im Müsli finden. Scheiß auf die Überraschung, ey. Geil, ich hab einen Zahn. Der passt genau in meine Lücke. Rüste dich. Hui, buntes Feuer. Hui, buntes Feuer. Hui, buntes Feuer. Frühlingsräuchen. Noch ein Frühlingsräuchen. Bäh, Sushi. Auch da sind einige Fliegen gratis drin enthalten, wie man sieht. Und da kommen sie, die Zähne und die Maiskolben. Und die Maiskolben, die Maiskörner, die ploppen natürlich auch wieder so schön. Kann man
kann man nichts dagegen sagen. Future Fizz. Es fühlt sich großartig an, solange du nicht aufhörst, es zu trinken. Na dann trinken wir es doch mal. Spielzeugkammerjäger. Kaffee. Der Kaffee ist fertig. Oder noch nicht, er wird ja noch geliefert. Und das können wir ja etwas beschleunigen durch unsere Briefmarken. Spucke Flammen. Ich weiß nicht, warum schreit denn eigentlich hier die Hälfte der Lebensmittel, wenn man sie verbrennt? Hey! Geil! Ha, jetzt würde ich sie echt anzünden. Nicht, dass ich es schon mal getan hätte. Midlife-Crisis-Dämpfer. Trinke 2 Gläser vor dem Schlafengehen, Frühstück, Mittagessen und dem Abendessen. Eierpackung. Genetisch modifizierte Freilandhühner produzieren die farbigsten Eier. Geheimnisvolle Würzsoße. Würz das Eau d'œuvre bei deinem nächsten Maskenball. Ja, wir sollten noch ein paar Kombos machen, glaube ich. Sieh dich, Kombo. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Magnetisches Herz-Kombo. Ah, naja, das ist, glaube ich, einfach. Wir haben hier ein Herz. Und wir haben hier einen Magneten, den wir nicht bestellen können, weil wir zu wenig Geld haben. Verdammte Scheiße. Whee! Dim-dim. Kerzen zündet man doch am Docht an. Ach, das war gar keine Kerze. Mein Fehler. Und die Eier platzen. Und wenn man sie fallen lässt, platzen sie auch. Ich habe einen Käfer gesehen. Ah! Hey, schickst du mir? Wow! Schick mir einen Kammerjäger. Okay, danke. Wie selbstverständlich sie da so sagt, ja, schick mir einen Kammerjäger, danke. Als hätte man nichts Besseres zu tun. Aber auch nicht. Also Zeug zu verbrennen. Man sollte sich übrigens merken, was man der lieben Sugar Plums da schickt. Denn das könnte am Ende irgendwann mal eine Rolle spielen. Vielleicht früher oder später. So magnetisches Herz. So, da sehen wir wieder, wir haben nichts dafür bekommen, dass wir es verbrannt haben. Nur diese Briefmarken. Ach Quatsch, ich soll es ja schicken. Ich kann es ja gar nicht ziehen. Ich wollte schon wieder den Brief verbrennen. Ach, wie unaufmerksam von mir. Hier, meine Gute, für dich ganz allein. Ah, die Musik hier im Spiel ist echt lustig. Gefällt mir richtig gut. Und auch diese abgedrehten Ideen teilweise mit den komischen Kuscheltieren. Und ach, was es da nicht alles für Gegenstände gibt. Also lasst euch überraschen, was da noch kommt. Da sind ganz tolle Effekte und Sachen dabei. Danke für die Hilfe, den Kammerjäger. Er ist perfekt. Fertig, Kammerjäger. Hol dir den Käfer. Eins. Zwei. Drei. Boom, 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 boom. Ups, daneben. Oh, da ist ja der kleine Käfer. Komm her, kleiner Käferkumpel. Okay, wir sind jetzt Freunde. Leck, leck, leck. Ha, er liebt mich. Schwarz. Ach, wie süß. Er hat ein Ei gelegt. Du kannst es haben. Du bekommst einen Käferfreund. Also hier weiß ich gar nicht, ob man das aufheben muss. Man kann es auch nicht zerbrechen. Beziehungsweise man kann es schon zerbrechen, aber da fallen nur 3 kleine Beinchen heraus. Ui, jetzt ist er umgefallen. Was sind das? Pilzsamen, Sporen. Da wachsen auch wiederum
kleine Pilze raus, die dann auch wiederum brennen. Und hier hatten wir das Heuschreckennest, glaube ich, ne? Und die Heuschreckenplage bricht durch den Kamin los. Wärmetausche-Kombo, schreckliche Zähne-Kombo. Ja, dann können wir ja mal gucken, ob wir genug Sachen mit schrecklichen Zähnen haben. Das hier hat auf jeden Fall schreckliche Zähne. Der hier auch. Wärmetauscher. Das ist bestimmt das Heizgebläse. Und kaltes Metallerz, das die Wärme anzieht. Wahrscheinlich. Hier unten haben wir schon den nächsten Katalog, aber jetzt müssen wir ganze 15 Kombinationen finden. Also müssen wir uns beeilen. 15 Kombinationen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ui. Stirb. Hässlicher kleiner Hasenmann. Das wäre doch was für Minecraft. Hässliche Hasen. Das hässliche Hasen-Update. Und er stinkt, wie es aussieht hier in der Kleine. Friss ihn! Hase, friss ihn! Attackier ihn! Töte ihn! Jawohl, mach ihn fertig! Ja, der Hase frisst den Kobold. Oder auch den Leprashaun. Leprashaun. Schepralaun. Wärmetauscher-Kombo. Ach, das sieht einfach cool aus. So. Dieses Feuer, was sie hier so animiert haben, finde ich schon echt nicht schlecht. Haben sie sich gut was ausgedacht. Kann man seine pyromanische Ader so richtig ausleben dabei. Und wir kriegen sogar noch ein bisschen Geld raus. Bitte. Siebdich-Kombo. Zeitbomben-Kombo. Lol-Katze. Katzenfisch-Kombo. Ah, Katzenfisch, glaube ich, kann ich mich dran erinnern, was das war. Kugelfisch. Katze. Gab's da noch? Lol-Katze. Lol. 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 L-O-L. Ich weiß es nicht mehr genau. Lol. Lachen. Auslachen. Katze. Schlangen überraschen. Vielleicht das. Fällt mir jetzt auch gerade nichts anderes dazu ein. Müsste ich selber noch mal gucken, was ich da verbrannt hatte. Haben wir denn noch? Katzenfisch. Bär im Porzellanladen. Ah, das sagt mir was. Ja, Porzellan, zerbrechliches, fügt jeder Abendeinleitung oder hitzigen Diskussion ein dramatisches Flair hinzu. Ja, das tut es. Porzellan. Und einen, wie ich finde, hässlichen Bären. Immer bereit für eine Umarmung. Ein Gefühlebärstofftier. Den möchte ich aber auch nicht in meinem Zimmer haben. Miau. Katze, Katze, Pupu. Yeah. Okay, also das mit dem LOL hatte nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber der Bär im Porzellanladen hat auf jeden Fall geklappt hier. Brauchen wir das Porzellan vielleicht später nochmal, aber da können wir uns ja Neues kaufen. Ich verbrenne es einfach mal. Verbrennen ist doch viel schöner als behalten. Essgeschirr-Kombo. Ja, hätte ich es mal lieber behalten. Nein! Cornflakes-Kombo. Essgeschirr-Kombo. Cornflakes-Kombo. Also hier haben wir auf jeden Fall erstmal Frühstücksbutter. Dann hatten wir doch noch... Nee, hatten wir nicht. Das waren das Frühstückszeugs, oder? Den haben wir ja noch nicht gekauft. Ah, das gehört doch bestimmt dazu, oder? Löffel? Der gehört auf jeden Fall, glaube ich, zur Frühstückskombo mit dazu. Was hatte ich denn jetzt? Habe ich eigentlich noch genug Platz? So Cereals mit extra viel Mais.
Ja, die Cornflakes-Kombo. Wir haben sie geschafft. So. Ups. Ja, die Erstgeschirr-Kombo, auch die haben wir. Jetzt gucken wir mal, bevor wir das andere noch mitverbrennen, ob wir noch irgendwas mit Geschirr haben. Tödlicher Fisch, wach auf, Kombo, Eiskaffee, Ostern, flüssige Diät, Insektennest, ausgeflipptes Essen, Kombo. Tödlicher Fisch. Ja, nichts mit Geschirr. Also Fisch ist das. Der ist ja auch schon so tödlich, der Kugelfisch. Ah, hier in Sushi ist Fisch drin. Hoffe ich mal. Nicht so ein Analogfisch aus zusammengeschnippelten ja, Fischabfällen, dann zusammengepresst, was hier alles gibt. Analogkäse, Analogfisch, Analogwurst. Da alles zusammengemehrt, gepresst und dann das so gemacht, dass wie Wurst aussieht. Huch, wo ich mich manchmal frage, ob die, die das herstellen, das selber essen, das eklige Zeug. Wow, Analogwurst. Käse. Tödlicher Fischkombo. Die tödliche Sushi. Sushi. Haben wir noch irgendwas mit Sushi? Eiskaffee. Ah, da könnte man dann das Eis und den Kaffee wach auf. Wecker und Kaffee. Müssen wir mal gut zum Aufwachen, oder? Wecker ist auf jeden Fall zum Aufwachen. Zeit für einen Kaffee! Das hat man. Ach ja, Eiskaffee, da können wir vielleicht zwei Kombos auf einmal. Ach scheiße. Auf einmal machen. Die Uhr? Okay. Ach so, die hat schneller geladen als das andere. Mit Sushi habe ich ja jetzt nichts gefunden. Dann haue ich das einfach weg und kaufe jetzt das Eis. Trockeneis. Der Preis ist Eis. Heiß. Und da fliegen die Fliegen und brennen natürlich auch gleich beim Fliegen mit ab. Ein Toaster. Esse so gerne Toast. Toast-Poat. Es hat auch Augen. Oh mein Gott, es hat Augen. Verbrenne! Satanszeug. So, Bob der Mixer. Und die trocken die Eiskombo. Nein, der Mixer soll nicht brennen. Soll lieber vereisen. Oh, die kleine Spinne. Ist sie tot? Oh, wie schade. So, was haben wir denn noch für Kombos? Osterhasen-Kombo, oder? Eier und der Hase, könnte ich mir vorstellen. Flüssige Diät-Kombo, das sind dann schon drei Insektennest-Kombo. Also hier haben wir ein Heuschrecken-Ei. Eierpackung, begeisterte Käfer, ich weiß es nicht mehr, Haben wir noch irgendwas mit Insekten? Ah, die Ameisen, die gehen übrigens auch nicht in die Kirche, ne? Die gehen Insekten. Insekt. Ist denn hier noch ein Insekt? Ist hier noch was Insekt? Oh, 150. Kann ich mir nicht leisten. Bin nur ein armer Junge, der am Kamin Zeug verbrennt. Ausgeflipptes Essen, flüssige Diät, Osterhasen-Kombo, flüssige Diät. Der Superentsafter entsaftet alles. Ne? Das ist die Frage. Inwiefern flüssig? Kaffee? Dann haben wir da noch andere Flüssigkeiten? Naja, wir werden es erfahren.
das waren nicht die Insektennesten. Wichtige Wettermeldung. Die Wettervorhersage sagt: Rauchig mit einer Chance auf dicke Schneuz. Kaminrauch und Rauchwolken. Soweit das Auge reicht. Meldung vom Wetterballon. Über die Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Ich will doch lieber grün. Flüssige Diät. Bester Freund der Ersatzpillen. Nein, das ist es nicht. Flüssig. Ich suche flüssig. Flüssigkeiten. Der Saftentkrafter oder der Kraftensafter auch genannt. Melde Feuer! Ja! Oh, da löscht jemand. Nein, tu's nicht, mein Feuer ist aus. Ach Manu, Spielverderber. Brenne er weiter. Reibe er sich die Haut mit der Lotion ein. So, flüssige Diät. Ui. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Aber es hat auch nicht dazu geführt, dass wir irgendwas für die flüssige Diät bekommen haben. Nur ein paar tote Eichhörnchen, die ja beim Entsafter schon immer mit drin sind. So, 219 haben wir schon und es ist an der Zeit, sich noch einmal durch den vierten Katalog zu wühlen. 150 haben wir. Tetronimus, sie fallen schon, solange sich jeder erinnern kann. Na, die brauchen wir auf jeden Fall. Meat Boy Nachahmung schmeckt wie Weltpappe. Ja, es ist kein Fleisch, es ist Imitat. So sind wir wieder beim Fleischimitat von vorhin. Mobiltelefon. Oh, das geht gar nicht mehr. Das Boss-Kuscheltier. Niemand hat erwartet, dass der saubere Geschäftsmann die ganze Zeit der Bösewicht war. Nein, niemand hat es erwartet. Ist ja nicht wie im richtigen Leben. So, wo die Geschäftsmänner auch nicht so sauber sind manchmal. Gibt es ja die einen oder anderen, die dann plötzlich in der Presse sind mit hinterzogenen Steuern. Der Meat Boy muss brennen. Meat Boy. Und eine hoffentlich Spielzeugspinne. Ich hasse Spinnen. Oh, Telefon! The person you called is temporary not available. Wer will ein Sammisch? Ich! Weißt du noch was? Vor unglaublich langer Zeit, als Milliarden kleine Partikel in Kosmos gespült wurden, bildeten sich ganze Galaxien wie Schneebälle. Und ferne Sterne und Sonnen fingen Feuer. Und nach Milliarden von Jahren und Milliarden von Meilen entfernt setzten sich eine winzige Anzahl von Partikeln zusammen und bildeten dich und mich und einen schmalen Band genau zwischen uns. Es scheint unmöglich, aber es passierte. Und sie bildeten sich auch dieses leckere Chicken-Sandwich. Danke für deine salzigen, kosmischen Partikel, Mr. Schweinebacke. Du schmeckst nach Fortschritt. Von deiner Nachbarin, Sugar Plums.
Mr. Schweinebacke hat sie uns genannt. Nein, natürlich das Schwein. So, da haben wir wieder genug Kohle gesammelt. Kohle. Das Boss-Kuscheltier braucht auf jeden Fall jeder. Und wen sollte der Zombie fressen? Natürlich das Boss-Kuscheltier. Man kann auch heutzutage kein Spiel ohne einen von ihnen machen. Das ist wohl wahr. Handheld Fireplace. Es ist wie ein Spiel im Spiel im Spiel. Ja, das ist das Pixelpaket. Ja, das brauchen wir. Je mehr Pixel, desto besser. Phönix-Ei macht sich gut als Omelette. Also ich glaube, jetzt habe ich Hunger. Reicht mir mal eine das Schinken-Sandwich. Ja, Sandwich. Das neue Wort für Sandwich. Yeah. Hui. Oh, es ist schon kaputt. Muss ich reklamieren, ich gebe es zurück. Ich habe 14 Tage Widerrufsrecht. Zombie böse. Little Inferno. Little Inferno, just for me. Ah, der Phönix, da ist er weg. Und ein Pixel platzt. Und ein zweites Pixel platzt. Und ein drittes Pixel platzt auch. Hui. Der Gentleman-Abenteurer-Puppe auf dem Abenteurer den besten Anzug der Welt finden. Eine Herausforderung, nicht? Ja, den besten Anzug der Welt zu finden ist tatsächlich eine Herausforderung. Und wer kennt sie noch? Unsere Goo-Bälle. Die Goo-Bälle scheinen sich an eine andere Welt zu erinnern. Eine Welt aus Goo. Aber das ist lange her. Und hier haben wir noch jemanden aus der World of Goo. Unser Frosch. Wenn Erfolg im echten Leben nur so einfach wäre, du machst das großartig. Gaming-Tablet. Voll von Gratis-Spielen, die dich viel Geld kosten werden. Das sind sie. Die Tablets. Aber die werden sie nicht missen. Und vielleicht mache ich ja auch mal ein Let's Play zu einer App. Die ihr unbedingt kaufen müsst. Kauft. Und verbrennt es wieder. Ich tippe dir Briefe und ich habe keine Löschtaste. Sie fiel ab. Aber weißt du, was ich mehr als alles liebe? Leere Seiten. Sie können mit allem Möglichen gefüllt werden. Mit Dinosauriern oder Science Fiction. Mit einer ganz anderen Welt, in der alles pink ist. Die Möglichkeiten schreiten endlos vorwärts. Aber sie können niemals zurückgehen. In Liebe, Sugar Plums. PS, das kannst du haben. Du bekommst eine Löschtaste. Und wir haben hier einen Goo-Ball mit einer lustigen kleinen Frisur. Und der platzt sofort. Und wir haben eine Combo ausgelöst. World of Goo Combo. Ah, der Frosch hat jetzt schon seine Diamanten ausgespuckt, die er sonst auch immer so ausspuckt. Die Löschtaste könnte er ruhig auch aufheben, die könnte auch mal wichtig sein. Aber da es ein letztes Test ist, verbrennen wir die Löschtaste. Wir verbrennen einfach alles, alles. Alles, 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 alles. Habe ich schon gesagt, dass wir alles verbrennen? Und diese Vorhänge sind feuerfest. Ja, wir zeichnen jetzt doch schon seit, glaube ich, einer Stunde fast auf. Das letzte Test nähert sich dem Ende. Aber nicht bevor wir noch diese wunderschöne Beta-Version des Little Inferno mit verbrannt haben. Oh, so.
Osterhasen, flüssige Diätinsekten, Insekten, ist ausgeflipptes Holzblöcke, Arachnoiden, Kabut, Zombiegarten, meisterhaft und noch viele mehr Kombinationen gilt es dann zu entdecken. Einige werde ich, wie gesagt, auf meine Seite stellen, damit ihr auch schnell in der Story voranschreiten könnt. Und wie ihr seht, wir haben hier 4 Kataloge schon erreicht in einer Stunde. Durch das ganze Spiel war ich, als ich selber alles rausfinden musste, natürlich noch so circa in 3 Stunden. Und jetzt habe ich schon fast 4 Stunden gespielt und, sag ich mal, noch nicht alle Kombinationen erfasst. Wir sind nicht alle allein, weißt du. Die Stadt ist voll mit Leuten. Ich weiß, sie sind da. Ich kann ihre Schornsteine sehen und den Rauch riechen. Da sind mehr Leute, als ich zählen kann. Ich will jeden Besuch eine Milliarden von Fragen fragen. Wo kommst du hin? Was wolltest du nur werden? Was ist dein Lieblingsgeruch? Auch wenn sie wahr sind sie doch weit weg wie kleine brennende Galaxien mit kleinen rauchenden Schornsteinen auf ihren Köpfen. Oh, das lässt mich frösteln. Aber ich will dich immer Schmatz. Schuckerplatz. Ja, hörst du. Ja, wo waren wir stehen geblieben, bevor ich diesen Brief vorgelesen habe? Ach ja, 4 Stunden gespielt, noch nicht alle Kombinationen bis jetzt rausfinden können. Aber dafür schon tolle Effekte gesehen und schöne Kombinationen, lustige Sachen verbrannt, wie zum Beispiel kleine Roboter. Die dann einfach mal loslaufen durch die Gegend und dann explodieren. Und auch die Kugelfische explodieren und die Augen liegen dann hier, die man auch verbrennt. Und jetzt kommt's. Wir verbrennen als letzten Gegenstand von unserem Letztest die Little Inferno Beta Version. Damit kommen wir zum Ende. Nein. Da mit diesem wunderschönen kleinen Feuerchen, was niemals ausgehen soll, um uns vor der kalten Welt da draußen zu schützen, kommen wir zum Ende und singen noch einmal Little Inferno, Little Inferno. Da, da, da. Ja, also wem es gefällt und wer da gerne selber das Spiel spielen möchte, kann sich es runterladen. Natürlich am besten die Entwickler unterstützen und etwas dafür bezahlen. Es ist auch nicht so teuer. Man spielt gern damit, man kann es auch immer wieder spielen, es macht immer wieder Spaß. Ihr seht, jeder Gegenstand brennt an, das macht andere Effekte. Ist ganz lustig, alles hier immer anzusehen. Die Geschichte will man natürlich auch immer weiter voranschreiten lassen, was passiert und so weiter und so fort. Möchte man gern alles sofort wissen, wie immer bei jeder Geschichte. Und am Ende, wie gesagt, wird man nicht nur vor diesem Kamin sitzen. Vielleicht sieht man ja tatsächlich die Spielfigur, ne? Die vor diesem Kamin hier alles verbrennt. Auf jeden Fall, lasst es euch nicht entgehen. Holt es euch. Und bewertet es vielleicht auch schön auf meiner Seite mit diesem Link hier unten. Da werde ich euch auf jeden Fall die Möglichkeit geben, eine Sternebewertung zu machen. Wie bei jedem Let's Test oder bei jedem Let's Play könnt ihr immer ein Spiel bewerten, wenn ihr es gespielt habt. Also nicht das Let's Play bewerten, sondern bitte das Spiel bewerten, wie ihr das findet. Und meine Bewertung und meinen Senf zum Spiel könnt ihr natürlich auch auf dieser Seite sehen. Und wenn ihr mal ein Spiel habt, was ihr gerne spielt und ihr wollt, dass ich das mal Let's Teste, Let's Playe oder sonst irgendwas damit mache, verbrenne bei Little Inferno, dann schreibt es doch schön in die Kommentare. Und vielleicht werden wir nächstes Jahr dann auch eins von diesen schönen Spielen, die ihr uns da geschrieben habt, einstellen und Let's Playen und Let's Testen mit lustigen, netten Kommentaren, wie immer von eurem Lieblings-Let's Player O-Comic. Wer kennt ihn nicht? Und wenn eure Freunde nicht wissen, wer O-Comic ist, dann haben sie nicht gelebt. Dann sollten sie
auch hier mal reinschauen. Schickt ihnen den Link, leitet sie an, wie ein Abonnent geht, ein Abo geht und abonniert diesen Kanal unbedingt. Nein, das muss natürlich nicht sein, aber es wäre schön, denn dann kann ich noch mehr Let's Plays, Let's Tests und sonstige Sachen machen. Also vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Test. Lasst euch überraschen, vielleicht wieder ein Indie-Game, aber vielleicht auch der Bestseller des Jahres. Also bis demnächst, euer O-Comic. Tschüss!